So. Jetzt ist die Frage, dadurch, dass ich keine Minimap habe, sehe ich nicht, wo wir jetzt mit der Haupthalle sind. Und wie viel Spielraum wir nach oben haben. Das wäre interessant zu wissen. So, jedenfalls die Haupthalle, da machen wir etwas komplett anderes. So, solange wir jetzt noch Cobblestone haben, dadurch, dass wir ab und zu mal zwei bekommen. Ab und zu ist gut gesagt. Eigentlich bei jedem zweiten Stich. Jetzt ernten wir hier oben Cleanstone, damit machen wir dann die Lücken kaputt. Fertig. In dem Sinne, eigentlich machen wir die Lücken wirklich kaputt. Was haben wir oben? Oben haben wir Cleanstone, das passt, das kann bleiben. So. Immer noch kein Päckchen gekommen. Naja, bis 20 Uhr soll es kommen. Aber ich denke, so Stadtmitte, da fangen sie doch meistens mit dem Verteilen an. Naja, Hauptsache, ich kann heute Abend wegen, während unserer Team-Konfi vom Card-Dex, kann ich ein bisschen zocken. Obwohl, heute muss ich das Ganze anführen. Boah, habe ich da viele Themen heute. Unangenehme Themen, die ich ansprechen muss. Ich kann es ja schon mal hier sagen. Wir hatten mit unserer PTC letztens mal wieder den Spaß, dass jemand unser System überlistet hat und einen Bot benutzt hat. Ich weiß, man kann Bots nie komplett bekämpfen, aber man kann zumindest so tun, als könnte man's. Beziehungsweise man kann effektiv dagegen vorgehen. So. Jetzt haben wir natürlich keinen Kabel mehr. Den holen wir uns allerdings jetzt auf der anderen Seite wieder rein. So, die Fenster bleiben drin. Die gefallen mir eigentlich recht gut, die Idee. Das ist der Vorteil. Er hat jetzt wirklich auf dem Testserver hat er sich das Testspielstand hat er sich gemacht und hat dort getestet, was kann er machen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Ich bin ja jemand, ich teste nicht viel. Wenn ich teste, muss ich schon richtig bauen, weil ich habe keinen Bock, das dann nochmal zu machen und dann wäre das Projekt für mich quasi dann schon gestorben. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen. Ich hätte gedacht, da kommt mehr bei raus, dass wir die obere Reihe fertig kriegen. Na egal. Cleanstone haben wir. Cleanstone, Clearstone, egal, haben wir genug. So. Und den nehmen wir jetzt auch noch mal raus. Können wir hier hinter einfach mal das Eisen wegnehmen. Wäre ja zu schade, das hier zuzumauern. So. Was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben jetzt hier Fackeln auf zwei Seiten. Das werde ich dann auch noch mal ein bisschen angleichen mit dem Rest des Gangs. Dass das quasi dann übergeht. Dass wir quasi einen durchgehenden Gang hier haben, der auch komplett identisch ist und passt. So. Nehmen wir die doch einfach mal hier ab. Den Boden müssen wir noch machen, die Decke noch zum Teil, aber das sind Kleinigkeiten. So. Können wir hier auch schon mal den Boden machen. Stimmt, wir hatten ja links und rechts, war ja Lava hier. Oder zumindest nur links. Oder rechts? Keine Ahnung. Dazwischen noch ein. Zack, zack. Da war auch noch. Müssen wir ein bisschen angleichen. Aber zumindest müssen wir den Gang nicht ausheben. Das hat uns ja sehr viel Arbeit gespart. Da bin ich auch sehr dankbar für, denn sonst wäre dieser Gang nie entstanden. So. Ups. Ich hoffe. Nee, das war ein wilder Kies. Hätte ja auch sein können, dass wir jetzt irgendwo einen Weg über uns angebohrt haben. Ich höre draußen jede Menge Hunde, das gefällt mir nicht. Ich mag keine Hunde. Einen Hund mag ich, das ist der Hund vom Fritz, der ist aber. Der weiß, glaube ich, gar nicht, dass er ein Hund ist. Der hält sich wohl für ein Plüschtier.
Was nicht unbedingt positiv ist bei einem, was ist das? Schäferhund-Mischling? Auf jeden Fall schon was Größeres. Sowas als Schoßhund ist halt immer mit einem gewissen We ge ah, mit einem gewissen Gewicht verbunden und deshalb schon recht schwer. Oh. So. Dann die Fackeln noch umsetzen und dann ist der schon fertig. So, hier oben. 2, 3, 4. Oh! Ach ja, stimmt, da kam wahrscheinlich dann noch der ganze Kies runter. Jetzt schnell Cleanstone reinsetzen, bevor da oben noch irgendwas anfängt zu spawnen. So, noch die letzten Fackeln. Da vorne ist noch ein bisschen in der Decke drin. Ups. Zack, zack. Ich bin ein bisschen geiziger mit Fackeln. Zack. 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 Hier noch. Und nochmal den Boden abtasten, ob da irgendwo noch was ist. Boah. So. Was sagt der Boden? Der sagt gut. Prima. Decke auch soweit in Ordnung. Sieht gut aus. So, die Halle. Ah, hier noch. Eine Reihe bleibt. So. Schauen wir mal, wie hoch wir hier gehen können. Ich brauche eine Crafting-Box. Und ich brauche vor allem die Spitzhacke. So. Crafting Box erstmal. Das war ein bisschen Holzverschwendung jetzt, aber macht mir nichts. Wir haben genug davon. Stellen wir mal dorthin. So. Machen wir das hier nochmal weg. Dafür kann die Fackel dann erstmal dorthin. Naja, komm. Mach's vernünftig. Dann brauchst du es nur einmal machen. So. Der. Dann kommt hier auch so ein Gang hin. Oder so ein Bogen. So. Hier das gleiche. Wo ich mit der langsameren Spitzhacke ernten, denn wir brauchen den Cleanstone. So. Das mag ich übrigens auch, wenn jemand mir was vorsetzt und ich muss dann so die Feinarbeiten machen. Das mache ich eigentlich recht gerne. Das finde ich, das hat was. Das macht eigentlich auch Spaß. Das ist mal was anderes zur Abwechslung. Sonst baue ich immer hier die Rohbauten und muss mir dann ein paar Folgen später dann noch die Feinarbeiten ausdenken. So. So. Hier hin. Das hier. Hier in der Ecke baue ich jetzt auch einfach so einen Torbogen hin. Vielleicht bauen wir ja irgendwann dann wirklich mal weiter. Nur den Cleanstone brauchen wir. Obwohl, wir holen uns jetzt erstmal noch ein paar Sachen. Was? Ich bin noch keine Stunde am Aufnehmen? Schon so viel geschafft? Ich habe übrigens das Gefühl, dass wir wirklich bald die zweite Etage anfangen müssen von unserem Lager.
Zumindest für so Sachen wie Dreck und Kies. Bisschen wenig davon. Davon brauche ich mehr, davon brauche ich viel mehr. Oder? Nehmen wir davon mal ein Stack mit. Dann verpacken wir das Laub mal weg. Das brauchen wir jetzt eher nicht. Die Äpfel behalten wir. Kies kann weg, Knochen können weg. Wollte ich jetzt noch mal Kies drin? Irgendwo. Es schüttet erbärmlich draußen. Da freue ich mich halt drauf, dass ich da den Sound ausmachen kann. Das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist so mein persönliches Highlight-Future der nächsten Version. So. Wo wollen wir hin? Friedhof. So. Für eine Person klappt das oben mit den Lichtern. Für zwei Personen wäre schon kritischer. Was ich noch gerne hätte, das wäre für den Kommandoblock ein Vorblock, bei dem man Nummern angeben kann. Ach ja, geht jetzt ja nicht mehr so. So. Jetzt gehen wir kurz in die Hölle. Ich brauche noch ein bisschen mehr von dem Netterzeug. Nur ein bisschen. Boah. Nehmen wir natürlich auch mit, kommt uns willkommen. Fuck. 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 Komme ich noch irgendwie an den einen Quarzblock da dran? Okay. So. Ja, wir gehen mit vollem Inventar in die Hölle. Das ist natürlich Sicherheitsbestimmung hoch 10. Aber wir wollen ja auch nur ein bisschen ernten. So, das reicht. So. Schnell rein. Teleport, 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 Teleport. Danke. Teleport. Ah, schön. Dass wir noch keinen Schweinezombie hier auf dem Friedhof haben, finde ich jetzt ein bisschen schade. Ja, hier kommt der Park hin. Das wird auch toll. Darauf freue ich mich schon, das anzulegen. Ach so, Rückweg. Über Umweg. Hoffe ich doch. Nee, gar kein Rückweg. Also, wie gesagt, das funktioniert noch nicht ganz perfekt. Dann gucken wir mal, dass wir zumindest jetzt. Ich wundere mich gerade. Es hat doch sonst eigentlich immer tadellos funktioniert hier. Tschüss. Stimmt, wir hätten glaube ich geradeaus weiterfahren müssen. Stimmt, über die Kurve und dann zurück. Ah. Na egal, jetzt steht das Minecart da rum und lass es. Lassen wir es einfach. So, was brauche ich? Ich brauche ein bisschen Glas. Aber erstmal brauche ich ein Stack Nether. Geh rein. Ah, das sind ja Netherziegel. Ups. Ah, raus da. Ja, komm, einen darfst du noch.